Gabi? Mein Name ist Lorraine. Lorraine? Ich möchte, dass du etwas sehr Wichtiges für mich tust. Schon mein ganzes Leben warte ich auf diesen magischen Satz. Raumweber. Hallo und vielen Dank, dass... Bams. Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu Broken Age. Und zwar geht's jetzt hier rein, wie ich schon gesagt hatte, zu diesem Weber. Da gibt's bestimmt noch was zu tun. Der ist ja nicht umsonst da. So, hallo. Hallo. Wir haben ihn. Ah. Demütigend. Ja, demütigend. Wie bitte? Initiiere. Hallo und vielen Dank, dass du dich für den Raumweber 6X entschieden hast. Ich bin das persönlichste und genaueste Navigationssystem auf dem Markt. Bring mir nur eine Sternekarte und ich webe mein Garn zu einem... Wo ist eigentlich mein Garn? Was ist mit der obersten Spitze? Demo beendet. Wartung erforderlich. Demütigend. Der ist kaputt, glaube ich. Ja, der ist 100% kaputt. Da sind so viele Trümmerteile drin. Ich komme da nicht durch. Da kommst du nicht durch. Ey, ich komme hier nirgendwo durch. System, verbunden. Ich habe das Gefühl, dass dort irgendwas hin muss. Aber es fehlt. Okay. Da sind so viele Trümmerteile drin. Wir brauchen irgendwie... Wahrscheinlich brauchen wir sogar Garn. Müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo was Wichtiges finden. Wir waren noch nicht in jeder Tür drin. Also da waren wir zwar schon drin. Aber wir waren zum Beispiel noch nicht hier drin. Ups. Dieses Zimmer ist... verschwunden? Ja, gut. Dann hat sich das erledigt. jetzt müssen wir die Bombe, glaube ich, irgendwie noch loswerden, ne? Warnung. Gegenstände, die in den Milchschlucker gesteckt werden, werden ins All geschossen. Ins All geschossen? Sehr interessant. Da waren wir auch noch nicht drin. Ah. Gut. Wir haben einen Raum gefunden. Hallo. Hallo. Wenn ich sie mit der Gabel steche, tut ihnen das wahrscheinlich nicht weh. Allerdings muntert es sie auch nicht auf. Hallo. Hallo. Hat die hier irgendein Problem? Ja. Dieser Zug fährt bald entgleisen. Und unser junger Held ist nicht in Sicht. Ich mache mir Vorwürfe. Wenn der entgleisen... Ja, klar. Wenn dieser Zug bald entgleist, dann sollte doch einfach jeder aussteigen, oder? Nein, er wird nicht entgleisen, bis unser junger Held eintrifft. Ja, dann ist doch alles okay. Wenn der Zug aber nicht entgleist, bis euer Held kommt und euer Held nicht da ist, wo ist dann das Problem? Wenn der junge Held nie kommt, sind wir völlig nutzlos. Warum existieren wir? Existieren wir überhaupt? Verstehst du? Unsere Unsicherheit besteht von einem philosophischen Standpunkt aus. Okay. Warum machst du dir Vorwürfe? Nach einem waghalsigen Trick bei einer Rettung habe ich den jungen Helden lebenslang verbannt. Aber jetzt ist mir klar, dass er uns nur eine wertvolle Lektion in Sachen Sicherheit erteilen wollte. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Tut mir leid, aber nur der junge Held kann uns retten. Kann ich den Zug fahren? Kann ich den Zug fahren? Hab ich dir nicht gerade gesagt, dass er außer Kontrolle ist? Von daher, nein. Wir können nichts ohne unseren jungen Helden unternehmen. Wer ist denn der junge Held? Wer ist denn der junge Held? Ja. Gibt es kein Zugunglück? Einen Moment. Er heißt Shay
Und wo er im Moment steckt, wissen wir nicht. Ach so, ja. Wollt ihr wirklich, dass ich euch nicht helfen kann? Woher wollt ihr wissen, dass ich nicht der junge Held bin? Der junge Held zeigt niemals Furcht. Außerdem trägt er taubenblaue Freizeitkleidung. Na gut, dann passt auf euch auf. Finde den jungen Helden, denn nur er kann uns retten. Ja, ja. Ah ja, ha. Gut, soweit habe ich schon mal eine Idee. Und zwar fällt mir gerade was ein. So, kurze Idee. Wir hatten ja diesen Sahnesprühschaumteil. Geh hier weiter. Knalldings. Kann man das hier nicht mitnehmen? Hey, funktionieren diese Schlagsahnenkanonen eigentlich? Nicht mehr, seit jemand auf die Idee kam, sich damit an eine unerlaubte Stelle zu schießen. Einer übertreibt und wir alle werden bestraft. Okay, den können wir, glaube ich, nicht mitnehmen. Dann müssen wir es andersrum machen. Zum Thema junger Held. Den habe ich nämlich gesehen. Der lag ja hier irgendwo. Und zwar hier drin. Den nehmen wir einfach mit. Nehmen wir den jungen Helden mit. Wo bist du? Und so schön und sauber. So. Und dann gehen wir nochmal da rein. So. Gibt's hier bestimmt noch was zu sagen. Ich kann es kaum erwarten, ihn meinen Eltern vorzustellen. Ja, okay. Das ist so schlimm denn doch nicht. Machen wir das so rum. Wir müssen den jungen Helden ja nur wieder groß bringen hier. Die Schlagsahne wohl meinen aufgeblasenen Kameraden hier lebendiger machen könnte? Nun ja, lebendiger ist vielleicht etwas übertrieben. Jedenfalls ist er nicht mehr so platt. Und Schlagsahne läuft nicht so schnell aus wie Luft. Eigentlich stopft sie sogar Löcher. Mr. Volta ist über die Formel dafür gestolpert, als er seine Rumpfpaste entwickelte. Weißt du, damit kannst du sogar einen Klappen wieder dicht. Na gut. Die Rumpfpaste kennen wir ja auch. Er hat zwar ein paar Löcher, aber er ist genau mein Typ. Ja, genau. Wo sollte der jetzt wieder hin? Ah ja, hier, beim Zug. Da. Seht mal, wer da ist. Es ist unser junger Held. Er ist zurückgekehrt. Ich wollte sagen... Ja. Gut, was macht denn der junge Held normalerweise in so einer Situation? Das wissen wir nicht! Niemand kann die Handlung des jungen Helden voraussagen! Na prima. Er hat es geschafft! Der junge Held hat uns wieder gerettet! Ja, die Brücke ist doch eh schon fertig gewesen. Führerloser Zug gesagt? Wir werden alle sterben. Okay. Wir fahren jetzt immer jede Frage nochmal durch. Danke für die sichere Fahrt. Und dann nochmal. Jetzt hab ich mich verdrückt. Das ist aber auch schwierig. So schnell zu drücken. So, nochmal. Und gar nicht.
So, ganz und gar nicht. Dann nochmal. Für das letzte. Yay! Oh. Hoppala. Schön, das reicht. Nach der Nummer werden wir definitiv abgeschaltet. Tut mir leid. Was sollen wir jetzt denn tun? Ihr könnt wenigstens an einer anderen Mission arbeiten. Ich bin der Zugführer. Ich kenne mich nur mit Zügen aus. Und der junge Held ist auch tot. So. Lebenslängliches Zugverbot, ja. Können wir das jetzt so machen? Hey, könntest du dieses Garngewirr aufspulen? Dafür wurde ich geboren. Geil. Gut. Guten Appetit. Schon viel besser. Nee, essen wollten wir das nicht, aber... Gut, wir haben jetzt im Prinzip... eine Spule wieder. Garnspule so, ne? Spindel. Für unseren Weber. Das heißt, wir müssen hier wieder rein. Und Bams. Gabi? Mein Name ist Lorraine. Lorraine? Ich möchte, dass du etwas sehr Wichtiges für mich tust. Schon mein ganzes Leben warte ich auf diesen magischen Satz. Raumweber. Hallo und vielen Dank, dass... Bams. Was? Das ist das richtige Zeug. Können wir jetzt irgendwo hingehen? Geht doch. Absolut. Man reiche mir die Sternenkarte. Schnell, meine Nadeln jucken. So. Wo haben wir jetzt eigentlich das Sexsack-Mädchen noch hingepackt? Achso, das hat ja hier gewarnt. Gute Arbeit. Du hältst die Leute von diesem gefährlichen Fenster weg. Weiter so. Hm. Das könnte man noch irgendwann mal gebrauchen, eigentlich, finde ich. Aber wir müssen, glaube ich, auch nochmal diesen Lüftungsschacht da öffnen, weil... Sonst kommt man nämlich auch nicht weiter. Morgen? Es ist viel später, als du denkst. Morgen? Es ist viel später, als du denkst. Aber das geht ja nur über den anderen Weg. Und dann müssen wir ja da eh noch hin flattern. So. Aber auch viele Dinge, die man so machen muss. Okay. Bitte schön. Okay, das Sechseckmädchen geht natürlich dann nicht mehr so einfach raus. Hier ist aber auch nichts mehr zu tun, denn... Okay, dann machen wir das ganz einfach. Wir... müssen schnell agieren. Das wird jetzt ein bisschen heftig, ich weiß. Ich hoffe mal, das geht irgendwie hier. Nee? Da ist ja das Lächeln. Okay, das geht irgendwie nicht mehr so einfach. Vielleicht drehen wir sonst nochmal. Irgendwelche Vorschläge? Nein, tut mir leid. Du bist dem Wolf schon mal begegnet?
Marikai? Ja, er ist unser Sicherheitsoffizier für den ältesten Rat von Loruna. Und ein hochrangiges Mitglied von Drossel. Das ist das Drossel. Was ist das, Drossel? Die herrschende politische Partei von Loruna. Sie glauben aber, dass sie noch viel mehr als das sind. Sie halten sich für eine besondere und privilegierte Klasse, die verpflichtet ist, den Rest von uns anzuführen. Was hat es mit der Operation Löwenzahn auf sich? Ich dachte, dass ich dabei mit meiner Familie zusammen in der Galaxie nach einer neuen Heimat suchen würde. Offensichtlich war das aber nur der erste Teil. Der zweite Teil scheint mir etwas unheilvoller gewesen zu sein. Warum hast du dich auf diese begeben? Darf ich dich fragen, warum du dich auf diese verrückte Mission begeben hast? Es war keine leichte Entscheidung. Loruna lag angeblich im Sterben und es wurden Freiwillige gesucht. Tausende meldeten sich, aber wir wurden ausgewählt. Wir! Außerdem haben sie all den Unfug erzählt, von wegen es wäre ein ehrenhaftes Opfer und so. Ja, solche Worte können ziemlich überzeugend klingen. Ja, klar. Willst du hören, wie es läuft? In Ordnung. Ich habe eine Bombe gebaut, aber ich muss noch eine Möglichkeit finden, sie von Bord zu werfen. Und ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie man dieses Schiff hier wegfliegt. Wir kommen der Sache schon näher. Solange du einen Plan hast. Marikai? Marikai? Ja? Ich muss gehen. Ja, entspann dich und genieße. Okay. Das bringt uns erstmal nicht weit. Vielleicht kommen wir hier nochmal irgendwie durch. Ich will das nicht schneiden. Diese großen Überwachungsbildschirme scheinen nicht zu funktionieren. Das ist gut. Er wird mich sehen. Komm einfach hier nicht ran. Sieht aus wie so eine Art Karte. Okay. Auf der anderen Seite komme ich irgendwie gerade auch nicht ran. Vielleicht, ich muss irgendwie die Trümmerteile da noch entfernen. Vielleicht hilft dir auch das Messer weiter. Auf alle Fälle müssen wir da durch. Da sind so viele Trümmerteile drin. Kann man unten hier vielleicht noch was machen? Dieser riesige Schal erinnert mich an jemanden. Es ist wie ein riesiger Schal, der dem Schiff irgendwie mitteilt, wohin es fliegen soll. Ja. Die Frage ist natürlich jetzt, wie lenken wir das Teil? Aber da kriegen wir auch schon was hin. Im Ernst? Wen wollen Sie mit diesem Kinder? Kann beeindrucken, ich weiß. Vielleicht nochmal in die Müllkammer. Kann man hier vielleicht noch was mitnehmen? Nee, aber hier konnte man durch. Diese Tür ist abgeschlossen. Was sie da drin wohl versteckt, sieht aus, als würde hier ein Tier schlafen. So rum ging das. Ich gehe nicht dadurch. Dieser widerliche Wolf wird mich sehen. Wolf? Ich will das nicht schneiden. Ich will nichts in die Luft jagen, was dieser Auslöser dient nur dazu, Alex Todesstrahl abzufeuern. Und das auch nur, wenn wir in Reichweite sind und ich eine freie Schussbahn habe. Okay, das heißt, wir kommen hier auch nicht weiter. Hier, das ist eh unwichtig. Dann müssen wir also wieder durch. Mel. Dann nochmal hier. Du hast doch mindestens eine Stunde nicht gegessen, nicht wahr?
Ich vermisse dich jetzt schon. Warnung. Gegenstände, die in den Milchschlucker gesteckt werden, werden ins All geschossen. Ja. Es ist zwar nervig, aber ich will es nicht wegwerfen. Noch nicht. Danke. Ich dich auch nicht, Mädchen. Hier kommen wir eh nicht durch. Da steht, lebenslang gesperrt. Ich naja, nicht ganz. Ich weiß nicht, was hier das Problem ist. Ich habe lebenslanges Zugverbot. Die meisten sind nicht alle. Aber okay, da ich jetzt nicht weiß, wie ich hier vorankommen soll, mache ich jetzt erstmal eine Pause. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung. Dann natürlich könnt ihr auch gerne kommentieren, um ein bisschen dazu helfen, oder abonnieren, um kein Video zu verpassen. Bis dann und tschüss!